So, hallo zusammen. Heute möchte ich mit euch ein schnelles, einfaches Aquarell malen, das man sehr gut für Weihnachtskarten verwenden kann. Hierfür mache ich mir eine kleine Skizze. Im Vordergrund möchte ich einen großen Baum haben, dann einen Weg. Achtung, der Weg wird vorne immer breiter. Im Hintergrund vielleicht ein kleines Dorf mit Häuschen, einer Kirche und dann hier noch einen Baum. Und hier noch einen. Und ein guter Trick ist, vor allem für so kleine Weihnachtskarten, für den Schnee auf den Bäumen verwende ich eine normale Kerze und mache jetzt hier, genau dort, wo der Schnee sein soll, fahre ich mit der Kerze drüber, weil genau dort bleibt dann die Farbe nämlich nicht haften. Das funktioniert recht einfach. Das Wachs kann man dann sogar oben lassen oder runterbügeln. So, und für den Hintergrund verwende ich jetzt, ja, zu den Farben. Ich verwende eigentlich nur Chinacridon Goldton, dann ein französisch Ultramarin und ein Van Dyck Braun am Schluss. Mehr Farben will ich in diesem Bild gar nicht verwenden. Den Rest mische ich mir. Jetzt beginne ich ganz schmissig mit dem Hintergrund. So. Ich lasse jetzt da die Dächer aus. Und arbeite mich jetzt ganz zügig . Ihr müsst das wirklich sehr zügig durchführen, damit ein schöner Verlauf kreiert wird. Da vorne im Weg möchte ich auch noch ein bisschen ein Highlight und hier in den Schnee hinein. So, und jetzt kommen wir schon zur nächsten Farbe, und zwar zum Ultramarinblau. Der Baum bekommt von mir hier einen Schatten. In diesem Blauton. Teile ich ihn gleich. Das ist dann gleich auch ein bisschen der Schatten für den Schnee. Versuche ich jetzt noch den Weg etwas auszuarbeiten. Und jetzt mische ich mir für die Bäume das Ultramarin mit dem Chinacridon Goldton, um einen schönen dunklen Grünton zu bekommen. Da ich ja jetzt das Wachs aufgetragen habe, kann ich da jetzt schön mit dem Pinsel über den Baum drüber fahren. Ihr müsst nur aufpassen, da nicht hineinzukommen, sonst vermischt sich das mit dem Hintergrund. Besser ist fast für euch, ihr wartet, bis der Hintergrund trocken ist, dann kann auf jeden Fall nichts passieren. Ich brauche noch Grün.
und das Grün nicht mit zu viel Wasser anmischen, sondern eher trocken verwenden. Ihr seht, ich tupfe das so richtig auf. Hier werde ich auch noch ein bisschen dunkler. So, die Bäume sind jetzt schon fertig. Hier in den Schatten habe ich auch noch ein bisschen im Grün hineingelegt, so wie wenn die Wiese ein bisschen durchkommt unterm Baum. Und jetzt beginne ich mit einem ganz dünnen Pinsel. Beginne ich hier die Häuser zu malen. Und zwar verwende ich ein Siena gebrannt, vermischt ganz leicht mit diesem Blauton. Ich will jetzt hier nur ganz leicht die Häuser andauten und lasse aber die Dächer frei, damit es wirklich so ausschaut, als würde der Schnee auf den Dächern liegen. Und man kann jetzt schon so wie ein kleines Dorf ausnehmen. Hier kann ich auch noch ein bisschen den Braunton hineingeben. Auch hier eventuell für den Schatten den Weg. Verwische jetzt nur das ein bisschen mit Wasser. Das Gelb allerdings sollte trocken sein, wenn ihr diese Methode anwendet. Hier möchte ich auch noch ein bisschen eine Veränderung vornehmen, also löse ich die Farbe an. Reduziere hier die Kantenbildung. Hier sieht man noch zu wenig das Ende des Baumes. Dann werde ich hier ein bisschen mehr mit Blau arbeiten. Und da jetzt der Hintergrund getrocknet ist, das Gelb, kann ich jetzt hier noch ein paar Äste in Grün machen. Das ist wirklich ein sehr schnelles und einfaches Aquarell.
hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Materialien braucht, wir haben auch einen kleinen Online-Shop, wo man passenden Utensilien bestellen kann. Die Links findet ihr alle unten. So. Jetzt könnte ich noch versuchen, hier die Sonne auszuarbeiten. Wenn das trocken ist, das Gelb, löse ich hier jetzt einen Kreis an. Und wenn ich jetzt mit einem Fetzen drauf tupfe, dann geht die Farbe weg. Und so möchte ich jetzt hier ein bisschen die Sonne noch einspielen lassen. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen.